Willkommen, liebe Eisenbahnfreunde. Ich möchte mich heute mal wieder zu Wort melden und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich die Auswertung gemacht habe für die Namensverlosungen für den Film Nummer 2 und das war auch schon die perfekte Brücke zu Punkt Nummer 2. Denn der zweite Punkt ist, ich möchte euch unbedingt mal Danke dafür sagen, dass ihr super geil und zahlreich jetzt schon an dem Video, an dem Film Nummer 2 Abenteuer Mettingen Charlottenhausen Teil 2 mitgeholfen habt. Ihr habt jetzt schon super Sachen eingesendet oder auch Leute, die hier gewesen sind oder Leute, mit denen ich mich in der Stadt getroffen habe, die super schöne Sachen eingesprochen haben. Wirklich spannend. Denke ich, schaffe es mit dem Film auch wirklich nochmal eins draufzusetzen und das noch ein bisschen besser zu verfilmen als im ersten Teil. Viel Luft nach oben ist dennoch, aber Freunde, ihr wisst selber, ich bin noch nicht so lange dabei und habe auch selber noch viel zu lernen und dafür finde ich, sind die Projekte jetzt schon richtig gut und das ist natürlich auch einer der vielen Gründe, dass ihr die Projekte so gut macht, weil eure Mitarbeit einfach legendär ist. Es ist super klasse. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf die allgemeine MOBA-Szene auf YouTube zu sprechen kommen. Ich finde im Allgemeinen ist es die größte Solidarität untereinander, die ich je irgendwo in dieser Form erlebt habe. Mir macht es riesen Spaß, auch Teil dessen zu sein. Schwarze Schafe gibt es überall, Trolle, die sich rumtümmeln. Aber ich denke, da stehen wir alle drüber. Das kennt jeder, ich glaube, jeder ist davon betroffen. Ich würde mal sagen, das sind überwiegend Neider, die uns da entgegengebracht werden. Und es gibt ja auch Wege, dieses zu unterbinden. Von daher, ich möchte mich gar nicht an den Negativen festbeißen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass eure Mitarbeit wirklich super klasse ist. Wir haben jetzt den 20.03. Ich muss natürlich auf die aufs Datum gucken, für alle, die mich noch nicht so kennen. Ich bin Krankenpfleger, ich arbeite im Dreischichtsystem mit 5 Schichtzeiten und dass ich mal weiß, welcher Tag es ist und welche Jahreszeit, die Tage kann man sich im Jahr an einer Hand abzählen. Dadurch, dass bei uns nicht gerade sehr mitarbeiterfreundlich geplant wird. Gut, okay, zurück zu den erfreulichen Themen. Die Namensverlosung werdet ihr nach meinem Gelaber auch sehen und die Auswertungen und wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal Danke sagen. Ich bin wirklich begeistert von eurer Mitarbeit, Zusammenarbeit und mit vielen von euch möchte ich auch gerne nochmal was machen, separat auch zum Film. Es hat wirklich Spaß gemacht. Viele Sachen sind separat schon gelaufen und diese Leute sind wieder Teil des Films. Auf jeden Fall an alle, die in irgendeiner Form, sei es als Zuschauer, als, wie möchte man das sagen, Schauspieler, nein, als Line-Up-Element, sage ich einfach mal, irgendwie Teil an diesem Film haben, möchte ich auf jeden Fall Danke sagen. Schon für Film 1, für Film 2 auf jeden Fall auch, der dann im Mai für euch erscheinen wird. Zum Ende des Monats schätze ich, denn dann habe ich Geburtstag und ich werde mich mit diesem Film selber beschenken. Und Freunde, ich kann nur sagen, bleibt so wie ihr seid, es macht riesen Spaß mit euch und lasst euch nicht unterkriegen, bleibt mir gesund und lasst uns noch gemeinsam viel Spaß hier auf YouTube haben. Es ist mir eine riesen Freude und Ehre mit euch zu arbeiten und möchte das auch gerne weitermachen. Somit kommen wir jetzt zur Auslosung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Eisenbahnfreunde. Heute möchte ich mit euch die Auswertung für das Namensrechte-Video machen, da ich drüben alles vorbereitet habe, um für den Film zu drehen und die Laufzeit für die Namensrechte auch abgelaufen ist, möchte ich mit euch gerne zusammen die Auswertung machen. Als allererstes gehe ich mit euch die einzelnen Vorschläge nochmal durch. Werde dann auch noch mal ein bisschen was dazu sagen und dann geht's in die Losung. Dann starten wir jetzt auch mal mit
den Auswertungen. Nummer 1 war der Talent, der Dieseltriebzug. Dafür sind insgesamt 10 Namen abgegeben worden. Und zwar folgende: Gelb-Blau Regio, Talentlos, Proletenzäpfchen, Eisrakete, Kurzrum, Harlekin, Nordseestürmer, Kakadu, Gerald und Queckmeier. Talentlos finde ich besonders gut, auch unter anderem. Proletenzäpfchen auch. Eisrakete gefällt mir auch ganz gut. Kurzrum finde ich auch witzig in Bezug auf den Zug, auf den dreiteiligen Kurzzug. Nordseestürmer ist natürlich auch lustig. Kakadu, Crackmeier auch. Crackmeier auch. Das passt so schön irgendwie, finde ich. Ja, lustige Namen dabei auf jeden Fall. Ich finde alle, wie sie sind, gut. Freue mich über eure Teilnahme. Echt interessant, was da zusammengekommen ist. Und ganze 10 Vorschläge. Ich bin echt froh. Freunde, ich bin begeistert. Dann machen wir auch mal weiter mit Punkt 2. Nummer 2 war der Reisezug nach Grenzenlos. Und auch da wart ihr wieder fleißig. Ganze 9 Vorschläge sind hier eingegangen bei mir. Und zwar haben wir hier Van Andern City, Grenzenlose Blau-Weiß-Express, Rambazamba-Zuckelzug, Tulpenzwiebel-Express, Langweg, Bluebird, Käse-Express, Leuke-Train und Cletus Spuckler. Cletus Spuckler ist auch echt lustig. Alleine der Klang, Cletus Spuckler, ist schon grandios. Ja, Grenzenlose Blau-Weiß-Express passt natürlich auch sehr schön. Rambazamba-Zuckelzug finde ich auch gut. Tulpenzwiebel-Express finde ich auch witzig. Langweg auch wieder in Bezug auf den Reisezug. Ein sehr schönes Gedankenspiel. Käse-Express passt auch. Leuke-Train klingt auch lustig. Ja, wieder tolle Beiträge, die hier eingegangen sind. Ich bin mal echt gespannt, welcher davon dann letztendlich gelost wird. Und wir machen auch weiter mit Punkt 3. Für den Zug nach Freudenstadt Ost sind 9 Vorschläge eingegangen. Auch wieder eine zahlreiche Beteiligung. Ich freue mich wirklich, Freunde. Also ihr glaubt es gar nicht. Wie oft man dann doch ins Schmunzeln und Lachen kommt, wenn man dann hier sitzt und das Ganze auswertet. Von mir nicht ganz ernst gemeint, von euch nicht ganz ernst gemeint, aber auf jeden Fall ein super schönes und lustiges Ergebnis. Wir schauen auch mal in die einzelnen Vorschläge rein. Wir haben den Silberfisch, Steuerwagen voraus, Sardinendose, Silberschatz, Aluraupe, Schnellkin, Silbermicha, Ostexpress und Annegret. Ja, es ist der Silberlingzug mit 3 Wagen, Steuerwagen und Baureihe 212 als Zuglok. Interessante Namen, Silberfisch passt da natürlich sehr gut. Steuerwagen voraus passt auch in dem Fall. Sardinendose ist natürlich auch lustig, da es die Silberlinge sind. Silberschatz auch sehr passend. Aluraupe auch witziger Name, wirklich gut. Schnell hin. Oh, ich habe eben, glaube ich, was Falsches genannt. Schnell hin heißt das. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ja, Freunde, für euch nochmal ein Schmunzler, aber diesen Fehler schneide ich jetzt nicht raus. Schnell hin auch wieder in Bezug auf den Schnellzug, Nahverkehrszug, auch wieder ein tolles Gedankenspiel. Silbermicha, auch sehr schön, Ostexpress passt und Annegret, auch ein witziger Name. Mal gucken, wer es letztendlich wird. Wir schauen auf Punkt 4, wie es weitergeht mit der Auslosung. Punkt 4 ist der Pendelino in mintgrüner Lackierung nach Wiesenthal. Und da sind auch 8 Vorschläge eingegangen und die schauen wir uns jetzt mal an. Wiesentour Ram. Hessischer Bambelino, auch sehr lustig, aber dazu kommen wir gleich. Mintflash, Zwilling, bald da, Wiesenblitz, Nordexpress und der Chef. Ja, Wiesentourram, auch sehr passend in diesem Fall. Hessischer Bambelino, sehr lustig, gefällt mir sehr gut. Mintflash passt auch wunderbar.
Zwilling ist auch gut, da das eine Doppeleinheit ist, auch auf den Zug bezogen, sehr gedankenreich. Bald da, auch wieder ein tolles Wortspiel, dadurch, dass der Regio-Express in der Regel schnell von A nach B kommt. Nordexpress, sehr passend für diesen Zug, gerade da die beiden Anlagen von Hennes und mir ja im Norden stehen. Deshalb Nordexpress auch sehr passend, obwohl Wiesenthal und Charlottenhausen ja im Video- und Spielbetrieb fiktiver Lage sind. Ja, und der Chef dann noch letztendlich, wollen wir nicht vergessen, auch wieder ein lustiger Name, der dazukommt und das Ganze belebt. Wir schauen auch auf den fünften Punkt. Bei Punkt 5 wird es auch wieder ganz spannend, weil es sich um das Rotlichtviertel in Charlottenhausen handelt. Da sind auch ganze 9 Vorschläge für eingegangen, die wir uns jetzt mal angucken wollen. Freudeck, auch sehr lustig, Freudeck, aber die Einzelbeurteilung kommen wir gleich noch. Freudeck, Vogelfreunde e.V., Billy Boys, Büschchen, Lutsche-Ecke, Klammheimlich, Bumskiez, Blasiwald, Vogelfrei und Rudolf Otto Sigmund Lipschitz Rotlichtviertel. Alleine schon für den langen Namen gebührt es genommen zu werden, aber es wird fair gelost. Rudolf Otto Sigmund Lipschitz Rotlichtviertel. Was ein schöner Zungenbrecher, also der verdient es eigentlich reinzukommen. Ja, Vogelfrei natürlich auch sehr schön im Gedanken ans Rotlichtviertel. Blasiwald auch und Bumskiez natürlich einer meiner Favoriten. Klammheimlich, eine lustvolle und nett ausgedrückte Idee für den, ja, für den Lustbereich. Kommen wir zur Lutsche-Ecke. Auch sehr lustig und passend in dem Fall, da kann man sich mal eben einlutschen lassen oder selbst den Stängel kauen. Ja, Billy Boys Büschchen, auch lustig. auch wieder sehr toll passend. Billy Boy natürlich, weiß jeder, als Lümmeltüte bekannt. Ja, Vogelfreunde e.V., auch sehr lustig. Vogelfreunde im Sinne von vogelfrei. Dort kann man machen und kaufen, was man möchte. Ja, und Freudeck, es passt auch so schön mit ein bisschen Norddialekt so in der Auffassung, im Klang. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, was es wird, welcher Name gelost wird. Dann schauen wir auch mal auf Punkt Nummer 6. Punkt 6. Such den Namen unseres Bahnwerkes, unseres Bahnbetriebswerkes. Da sind auch ganze 7 Vorschläge für eingegangen und die schauen wir uns mal an. Pumpin' Iron, Malochefeld, Logistika, Philos, Schinderlücke, Boxenstopp, Stefan Styles Industriegebiet. Ja, wieder lustige Namen. Stefan Styles Industriegebiet auch sehr lustig. Boxenstopp auch sehr passend dafür, dass die Loks dort in die Boxfahren betankt werden und wieder ausrücken können. Schinderlücke auch sehr lustig, wenn man überlegt, wie die Leute dort geschindet werden. Philos auch lustig, da auch im Betriebswerk immer Betrieb ist, wie der Name schon verrät. Philos dementsprechend sehr passend, wieder sehr toll der Beitrag. Logistika auch toll, passend zum Thema, da Logistik dort die ganze Zeit umgesetzt wird. Malochefeld auch sehr, sehr schön. Und Pumpin' Iron. Also ich weiß gar nicht, kann gar keinen Liebling benennen, wie bei den anderen auch nicht. Da sind viele Schöne immer dabei und ich bin echt gespannt, was dann gleich gelost wird. Wir kommen zu Punkt Nummer 7 und den letzten Punkt auf unserer Liste. Punkt Nummer 7 ist der Charlottenhausener Wald und da sind auch ganze 7 Vorschläge für eingegangen, die wir uns jetzt mal angucken. Der Neanderwald, Verbotener Moderwald, Griechenwald, Gemeda, Screamwood, Luxor, Wald der Integrationsbehinderung. Ja, das sind auch wieder lustige Namen. Wald der Integrationsbehinderung, Luxor, ist auch sehr schön. Screamwood gefällt mir auch. Griechenwald, Verbotener Moderwald, Neanderwald, Gemeda, da sind wieder tolle, tolle Sachen dabei. Ich bin mal gespannt, was gleich gezogen wird. Das war der letzte Punkt. Jetzt wird's spannend, liebe Freunde. Wir gehen in die Auslosung. So.
So, liebe Freunde, das Ganze wurde jetzt ausgelost. Echt spannend, was dabei herauskam. Ich möchte euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich habe mit einem Pfeil auf der jeweiligen Liste markiert, welcher Name gelost wurde. Und wir gehen jetzt die Liste nochmal durch. Bei Punkt 1 ist es kurz rum gewesen, welches wir gelost haben. Glückwunsch an demjenigen, der das vorgeschlagen hat. Punkt 2 ist grenzenlose Blau-Weiß-Express geworden. Ebenfalls wieder Glückwunsch an denjenigen, der das vorgeschlagen hat. Nummer 3 ist Annegret geworden. Glückwunsch an den glücklichen Namensgeber. Punkt 4 ist der Mintflash geworden. Ebenfalls wieder Glückwunsch an dich, wer auch immer den Namen vorgeschlagen hat. Ich habe die Liste mit Namen der Vorschläge jetzt gerade nicht bei mir. Punkt 5. Klammheimlich ist es geworden. Punkt Nummer 6 ist der Boxenstopp geworden. Und unser Wald ist der verbotene Moderwald geworden. Vielen Dank für eure Teilnahme. Es hat riesen Spaß gemacht, das zu lesen, auszuwerten. Ich hoffe, ihr habt auch Freude dran gehabt und jetzt dann auch mit den Ergebnissen. Und im Film werdet ihr dann die Namen für die jeweiligen Verlosungselemente dann wiederfinden. Ich bedanke mich nochmal, wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns, euer Marcel von Spuren Eisenbahngeschichten. Bis denn und tschüss.